ho, ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Unboxing hier auf dem YouTube-Kanal von filmtoast.de. Und zwar möchte ich euch meine Neuheit präsentieren, passend zu den festlichen Tagen, ein neues Mediabook, und zwar You Better Watch Out, You Better Not Cry. Genau, Better Watch Out is Coming to Home in diesen schicken Mediabook-Varianten. 3 Stück gibt es davon und das hier ist Cover-Variante A, die ich gerne mit euch gemeinsam mir mal von nahen anschauen möchte. So, wie sich manche schon denken können anhand der Optik, hier eine schön blutige Axt, auch über dem Kamin gute Blutflecken, ist der Film ein etwas anderer Weihnachtsfilm. Ab 16, der Flatschen ist außen hingepackt. Ich habe mich halt für Cover-Variante A entschieden. Es gab noch bei B und C, sagen wir mal, die beiden Hauptdarsteller bzw. die Standard-Covers. Ich fand das hier so ein bisschen heimeliger. Hat mir etwas besser gefallen. Es ist von der Seite halt genauso. Natürlich Combo-Pack wieder mit DVD von Burnblatt, die ja so viele schöne Sachen schon gemacht haben. You Live, You Die, das ist eines der Mottos hier in dem Ganzen. Und wir schauen uns das jetzt nochmal ganz genau vom Nahen an, nachdem ich das ausgepackt habe. So, gucken wir nochmal. Übrigens ist immer sehr schön, wenn man die hier bestellt von Burnblatt, die Sachen. Die haben nochmal eine extra Umverpackung. Das finde ich immer ganz große Klasse, dass da auch wirklich nichts dran zu Schaden kommt. Und ja, ist halt eine matte Oberfläche, wobei die Axt, wie man sieht anhand des Lichtes, die strahlt ein bisschen heraus. Das finde ich ganz cool. Die geht hier auch mitten in den Titel rein. Wir haben auch hier den Eimer und den Baseballschläger. Die schimmern da noch ein bisschen raus. Das finde ich schon sehr cool. Dadurch fällt das auch noch mal ein bisschen mehr ins Gewicht. Und auch hier auf der Rückseite, das You Live, You Die, ist wie so ein Aufkleber. Der ragt ein bisschen hier heraus. Ich habe die 261 erwischt. Ich weiß nicht mehr, ach, da unten steht sogar, da auf 333 Exemplare ist Cover A limitiert. Und dann schauen wir doch mal rein, was wir da Schönes mit dabei haben. Da haben wir einmal, das ist die Blu-ray, Better Watch Out, mit leichten, ja, sieht aus wie eine Christbaumkugel mit leichten Blutflecken, das finde ich ganz cool. Dann haben wir hier nochmal den Weihnachtsbaum oder einen Weihnachtsbaum aus einer sehr nahen Perspektive, könnte auch ein Kranz sein. Ich denke, bei einem Baum mit den Christbaumkugeln. Blätter mal weiter. Und das fand ich ganz cool eigentlich. A Swinging Big Band Christmas ist nämlich keine DVD, sondern eine CD mit dabei. Da habe ich mich vorhin ein bisschen Blödsinn geredet. Und ja, da sind verschiedene, glaube ich, Weihnachtssongs mit drauf. Hier haben wir nochmal eine andere Seite vom Weihnachtsbäumchen. Gucken wir mal, blättern wir mal durch. Da haben wir dann auch unsere beiden Hauptdarsteller und auch noch einen kurzen Luke und seine Babysitterin allein zu Hause. Viele sagen immer so wie Kevin allein zu Hause. Hier steht sie auch noch mal drin. Teeny Home Invasion Schocker. Der Film ist sehr cool. Am besten kein Trailer dazu angucken. Einfach anschauen, Spaß haben oder Spaß ist relativ. Und da haben wir dann auch frisches Blut fürs Home Invasion Kino. Es gibt wirklich die verschiedensten Sachen dazu. Wo auch hier sehr viele Sachen zu den Dreharbeiten, tolle große Bilder. Das ist man eigentlich von Burnblatt sehr gewohnt mit angenehmen Texten. Und immer wieder so kleine Trivias dazwischen, da bin ich sehr gespannt. Ich überblätter es mal, damit auch nicht zu viel vom Film dabei rumkommt. Quellen und weiterführende Informationen, die entsprechend, ja, nochmal das Ganze abrunden oder worauf Bezug genommen wurde. Und das ist doch dann schon im Prinzip alles gewesen zum Text. Das ist insgesamt sehr stimmig gehalten, was mir persönlich gut gefällt. Ja, einmal nochmal, wie gewohnt, die Komplettsicht. Also es ist kein einheitliches Bild, das fanden wir auch im Voraus bekannt. Und das gefällt mir auch so ganz gut. Yep. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, den Film jetzt nochmal mir zu den Festtagen anzugucken. Vielleicht auch als kleines Ausklingprogramm zu den Weihnachtstagen, weil ein 16er-Film ist genauso ähnlich wie Stirb langsam.
oder Lethal Weapon Filme, die irgendwo einen gewissen Geist von Weihnachten haben, aber letzten Endes eigentlich nicht die Besinnlichkeit mehr anregen, sondern auch einfach mal so ein schönes Konterprogramm sind. Ja, das Mediabook finde ich schick aufgebaut. Das sind die kleinen Details. Ich mag die Birnenblatt-Varianten immer sehr, sehr gerne. Das matte und gleichzeitig glitzernde, was wir hier haben, in Form von Axt oder Baseballschläger und so weiter und so fort, finde ich sehr cool, sehr gelungen und erfreut sich demnächst an einem schönen Platz in meinem Regal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt auf das Glöckchen, abonniert unseren Kanal, damit ihr keines der Videos verpasst. Wir freuen uns über jeden Like, den wir hier haben. Kommentiert doch gerne unter dem Video, ob ihr den Film kennt, wie ihr den Film findet und wie euch das Mediabook gefällt. Ein bisschen Feedback ist auch nie verkehrt. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.